So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Strixhaven Set Booster. Wunderschön, ich liebe Set Booster zum Aufmachen. Heilige Mann. Das Einzige, was mir immer traurig stimmt, ist, dass ich hier weiß, dass ich eine Karte von der Liste habe. Ja, wir haben ein Lorehold, wir haben ein Forest und unser Theme ist, erstmal kommt die Lesson. Necrotic Fumes, 3 Mana Sorcery Lesson, als zusätzliche Kosten exilen wir eine Kreatur, die wir kontrolliert, wir exilen eine Kreatur der Planeswalker. Sorcery, meh. Oh mein Gott, ja, Silverquill, 6 Mana Rise of Exodus. Als eine Hexerei exilen wir eine Kreatur, exilen die oberste Karte. Ne, wir exilen dann noch eine Instant oder Sorcery aus einem Friedhof mit Learn. Damit können wir die dann zum Beispiel suchen. Sehr, sehr cool. Lash of Malice. Einmal eine Instant, eine Kreatur kriegt plus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Ha, Silver Quills waren einfach die coolsten damals. Crushing Disappointment. 4 Mana Instant und ein Spieler wirft 2 Karten ab. Ne, verliert 2 Leben und du ziehst 2 Leben. 2 Karten, so. Gegner verliert 2 Leben, du ziehst 2 Karten für 4 Mana. Okay. Breaming Deviance, 2 Mana Instant, eine Kreatur kriegt plus 2 plus 2, ein Hexproof bis zum Ende des Zuges. Die war im Draft sehr, sehr, sehr stark. Infused Vitality, ein grünes, ein schwarzes, bis zum Ende des Zuges kriegt eine Kreatur Death Touch. Und wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie getappt ins Spiel zurück mit, du kriegst 2 Leben. Sehr, sehr mächtig, kannte ich bis gerade gar nicht. Ardent Dust Speaker, 5 Mana, 3, 4, ein Minotaure, okay. Immer wenn der angreift, könnt ihr eine Instant oder Sorcery aus dem Friedhof unter das Deck legen. Und wenn ihr das tut, exiliert ihr 2 Karten von eurem Deck. Und ihr könnt diese Karten casten diese Runde. Nicht schlecht. Jetzt sind wir bei Lorehold. Lorehold Excavation. Ein rotes, ein weißes Enchantment. Zu Beginn des Endsteps mildt man eine Karte. Also legt eine Karte von seinem Deck in seinen Friedhof. Wenn es eine Länderkarte ist, kriegt man ein Leben. Ansonsten fügt es jedem Gegner einen Schaden zu. 5 Mana, wir exilen eine Kreatur aus dem Friedhof und kriegen einen getappten Spirit 3-2. Und Cody, jawoll. Cody ist ein 3 Mana 1-4 Konstrukt, Legendary Artifact Creature, Book eigentlich, aber okay. Man kann keine anderen permanenten Karten spielen. Was ziemlich schade ist, weil Book. Dafür hat er aber für 4 Mana tappen, kriegen wir 5 Mana. Den nächsten Zauber, den wir spielen, machen wir praktisch in Kaskade. Nur halt, dass wir die Karten eben exilen und wie gesagt, es ist praktisch eine Kaskade, nur halt für Instant oder Sorceries, was halt relevant ist. Und man castet dann diese Karte und den Rest legt man unter das Deck. Sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Regrowth, ein grünes, ein farbloses Sorcery. Man bringt eine Karte aus dem Friedhof zu auf die Hand. Stimmt, das waren ja diese Mystical Archives. Unsere Foil ist Cogwork Archivist, 6 Mana, 4, 5, Reach, 2 Mana tappen, wir können eine Karte aus dem Friedhof und das Deck legen. Wow, das ist anscheinend so eine Thematik. Und unsere Karte von der Liste ist, Phyrexian Tyranny. Ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, Verzauberung. Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Karte zieht, muss er 2 Mana bezahlen, sonst verliert er 2 Leben. Die habe ich im Nikusa gespielt. Ich bin so jemand, ich spiele das im Nikusa. Ich bin ein netter Mensch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'll see you. Ciao, ciao.